Ja gut, wer auf jeden Fall noch lebt, ist der liebe Paluten. Und der hat einen Kanal, der heißt Team Paluten. Gleich mal ein Like da lassen. Paluten reagiert auf, das haben wir damals eine Reactception. Paluten reagiert auf, das machen Paluten und GP vor der Aufnahme. Ja, da bin ich mal gespannt, was machen denn Paluten und GP vor der Aufnahme. Schauen wir es uns an. Schauen wir mal rein. Sehr tolles So Leute, Intro. jetzt gibt es das machen. Paluten und German Let's Play vor der Aufnahme von Best of Paluten. Schaut natürlich mal Best of Paluten vorbei. Schallert da schön den Like rein und auch das Abo. Kurze Erklärung, weil manchmal fragen Leute, aber es macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch schon die Aufnahme. Warum sagt man vor der Aufnahme? Naja, es ist natürlich so, dass man die Aufnahme startet. Dann fragt man, okay, Jungs, seid ihr alle ready? Oder man, alle wollen jetzt gerade zusammenkommen. Und dann passiert irgendwas Lustiges. Und dementsprechend ist es dann, ja, vor der eigentlichen Aufnahme. So, wir gucken jetzt. Ja, was bei mir oder bei uns vor der Aufnahme passiert, ist relativ langweilig. Wenn ich alleine aufnehme, das ist dann, dann mache ich halt meistens läuft da immer noch bei meinen Streams vorher. Ab 18:20 Uhr läuft dann immer noch ein Trailer. Das ist, der geht dann bis 18:30 Uhr oder 32, 33 irgendwo. Und dann gibt es eine bestimmte Stelle in meinem Trailer. Da sehe ich dann auf dem Kontrollbildschirm schon, dass die kommt. Da weiß ich dann schon, jetzt dauert es noch eine Minute. Jetzt ist der Stream, jetzt der Trailer gleich vorbei. Jetzt kannst du dich schon mal hinsetzen, Kopfhörer aufsetzen und schon mal bereit machen, dass du gleich losstartest. Und davor, ja, meistens pflanze ich mich noch mal ein bisschen auf die Couch und noch so ein bisschen auf dem Handy. Dann teile ich halt noch ein bisschen auf Discord und auf Twitter, sage ich dann mal Bescheid, dass ich live bin. Und dann noch ein bisschen, ja, die letzten paar Minuten noch ein bisschen chillen, bevor es losgeht. Noch hier Getränke parat stellen, da musst du auch noch aus dem Flur holen und da hinstellen. Das ist dann, dies noch ein paar kleine Vorbereitungen und dann, bevor es losgeht, ist nicht mehr viel. Ich mache da nicht viel. Hier die üblichen Vorbereitungen, Getränke zurechtstellen. Ja. Jetzt wollen wir aber wissen, was Paluten und GLP von Aufnahmen machen. Also wenn Mordi noch mit dabei ist und wir Mordi gemeinsam Aufnahmen machen, dann reden wir einfach davor noch ein bisschen. Und ist auch meistens planungstechnisches. Bei uns wird, also das ist. Also vorm Stream und vor der Aufnahme ist halt immer Planung. Das ist, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir die Begrüßung? Wir wollen jetzt loslegen. Was machen wir jetzt, wenn es live geht und so weiter? Das ist das Übliche. Nichts Spannendes. Jetzt mal rein hier. Warte, den lade ich in die Party ein, Alter. Das ist lecker, ne? So Das eine ist halt auch Situation. Eine feine, geile Reise. Ja, gut, okay. Oh, das So, warte mal. Intro. Das gute alte Intro von Paluten, das hat er auch nicht mehr in seinen Videos seit Jahren schon. Es vermisse ich irgendwie, dass Paluten sein Intro rausgenommen hat. Ich meine, ja, ich habe mein YouTube-Intro auch irgendwie rausgenommen. Die Zeit der Intros ist irgendwie vorbei, ich verstehe es, aber ja, das Paluten-Intro ist schon nice. Ich werde mal meine wunderbare Das fand ich Presse nice. kurz nach unten fahren. Sehr schön, weiß Bescheid, Du musst meine ist passen, oben. ne? Let's go. Da kommst du! Du bist hier gerade In reingeflogen, der aber dann warst du hier Wobbly-Live weg. oder wie, Ich bin, was für ein ich Spiel sehe ist gerade das? meine Oma. Ich Ach habe keinen so. Job. Ja, Was ist das denn deine für eine. Mutter. Ah, Wobbly-Live. Hä? Ah ja, Wobbly-Live. So ein Bist du geiler. wieder? Benjo, bist du es? Ja. Omi, bist du es? Ja, ich bin's hier. So, du mal, komm mit. Bist du auf Oh GP? Ups. nein, sowas ist das. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen Ja, zu so einer eine Situation halt. Das war halt, bevor es richtig losgeht mit Mond, Leute. Neuen Folge von Wobbly Live. Tschüss. Also, es ist auch mal eine Aufnahme, Hast einfach du das war direkt da wieder was vorher. ins Maul geschoben? Es quatscht nur. Moin, Ja. Leute, auf geht's. Entschuldigung. Seid gegrüßt. Ich Ein komm zu bisschen dir. husten, bevor es Ich liebe losgeht. einfach diese Szenen. Das ist aber so cool. Ins Abenteuerland. Der Eintritt kannst du den Verstand. Da bin ich halt mit dem Helikopter gerade zu den anderen geflogen, damit wir uns treffen. Mit mir ins Abenteuerland. Feine, geile Reise. Sagen die wirklich geil? Doch, der sagt geil. Und woher hat der Best-of-Ersteller diese, bevor es losgeht, Aufnahmen? Wir haben so ein Problem, Alter. Was ist los mit denen? Zusammen mit So der schlimm ist es bei mir und Modi Trompete. zum. So schlimm ist es bei mir und Modi tatsächlich noch nicht. So unter den Lang gemacht. Nee, das ist.
meistens planerisch ist, wenn ich gemeinsam mit Modi aufnehme, das ist dann vorher, oder auch wenn ich mit anderen schon aufgenommen habe, das ist vorher mal noch so ein bisschen ganz langweiliger Talk, das ist, wie wird es jetzt, das ist meistens habe ich den Plan, wie es ablaufen soll, und das ist meistens, auch wenn ich Gäste zum Podcast einlade und so weiter, wenn wir mal wieder einen Parteivorsitzenden und einen Podcast mit dabei haben und dann in den letzten 10 Minuten vor der Aufnahme, das ist dann halt einfach, da wird halt noch, da sage ich halt kurz, so läuft es jetzt lang, das ist jetzt der Plan, so wird's gemacht, das ist, wenn es jetzt nicht losgeht, dann sage ich die Begrüßung, dann bist du mal kurz still, das ist, bis dann losgeht, und dann, ja, dann geht es dann gemeinsam los, dann stelle ich dich vor, oder das ist, dann sagst du was, und dann, ja, nicht weiter spannend. Hallo! Na? Möchtest du den Zuschauern erzählen, was du gerade gesagt hast, Sekunden vor der Aufnahme? Oder bleibt das für immer ein Geheimnis? Ich kann das gerne einblenden und dann Delfin-Sounds drüberlegen, falls dich das irgendwie zufriedenstellt. Ja, ich mag Delfin-Sounds. Ich auch. Schön. Ja. Juhu, was bin ich? Oh, ich bin so ein Buhu. Ich bin im Wurt. Ja, Paluten geht ja auch ans Paduno. Nein, Alter, Fehler gedrückt. Ja gut, Leute, dann bewerte den Part. Da hatte ich gerade einen schwarzen Screen. Keine Sorge, Leute, ich mache euch noch einen Screenshot. Bis Aufnahme zum nächsten Mal. An. Tschüss. Okay, Leute, hier seht ihr das ganz klipp und klar. Paluten, da ist sogar noch Menhir. Den sehen wir hier bei freier Fall. Da, ja. Ganz klar, okay. Alles Lügen. Fake News. Du lädst das einfach hoch, so als 10-Sekunden-Clip. Ja, YouTube Shorts, Alter. Deswegen ist German Let's Play ein Betrüger. Stimmt, ja, das war nicht geplant. Das sollte eigentlich gar nicht mit ins Video. Manche haben gesagt so, ja, Paletto, cool, dass du das drin gelassen hast. Ich habe das einfach, weil das ist aus L.A., ein Clip. Und den habe ich tatsächlich einfach vergessen rauszuschneiden. Mensch, der ist einfach mit drin geblieben. So sieht's nämlich aus, wenn Paletto, weißt du so. Was hast du denn, Kater? Jetzt geht's gleich los, Paletto. Der gehört da. Moin Leute, herzlich willkommen. Und dann habe ich mich halt versprochen, da wusste ich, ja, warte mal, was sage ich denn jetzt gleich? Und jetzt, oder? Ja, was sage ich, Tag 2 oder sage ich? Es ist so gut. Oh, sorry Leute, ich habe gerade. Oh nein, ich habe keine Taschentücher mehr. Bei Vlogs, wenn ich bei Vlogs, beziehungsweise bei mir Z-Logs, wenn ich da alles drin lassen würde, dann wäre es ja auch, dann wäre der Vlog eine Stunde lang. Das ist ja bei Vlog muss ja am meisten rausgeschnitten werden. Das ist ja, Let's Plays müssen ja gar nicht so viel geschnitten werden. Das ist halt vorne mal ein bisschen das, was man da vorne noch so ein bisschen hustet oder was man gemeinsam bequatscht und im Nachhinein noch so ein bisschen die letzten Huster, bevor es vorbei ist. Das ist, ja. Kurz hochziehen. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen... Falls ich ein bisschen komisch kriegen sollte... Ich hab mir gerade einen Keks in den Hals gesteckt und ihn eingehabnet. Mm, das ist doch mein Käsebrot. Ja, geil. Geil. Das die Nase juckt. Scheiße. Was ist passiert? Na, ich kann's rausgehen. Scheiße. Als ich das realisiert habe, habe ich mich erstmal richtig schön den Keks eingeatmet. Gut, geht dir so gut. Ich steck ihn richtig schön rein in die Nase. Nochmal ein bisschen. Gib dir mehr Mühe. Nein, nicht da. Das ist nicht deine Nase. Ja. Gönn dir die Beute. Gönn dir die Puppe. Hallihallo, liebe Leute. Willkommen zu Hallo, neue Hula. Hallo? Du kannst doch nicht meine Ohren unterbrechen. Hallihallo, nie gespielt. Willkommen zurück zu Vollgeist. Ja, und dann Klausi mit dem Modi mal zu, dass das gestimmt hat. Moin Leute, herzlich willkommen zu Vollgeist. Das ist ein schöner Inscreen. Warte mal, ich geh mal noch näher. Boah, Alter, der ist perfekt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss, Freunde. Bis dann. Ja. Nach der Aufnahme rumgestöhne. Gut's wieder. Wenn ihr wüsstet, was wir manchmal noch für eine Scheiße nach und vor der Folge labern, würden einfach noch mal kurz alles rauslassen. Alles rauslassen! Ja, so ist nicht, aber also nach dem Podcast, also nach unserem Podcast-Aufnahmen, das ist, da haben wir auch schon, also das ist,
Oha, da könnte man fast einen eigenen Podcast draus machen. Nach dem Podcast. Also da haben wir auch schon manchmal eine halbe Stunde weiter geredet. Das ist schon, was wir damit immer noch reden, was so, könnte man zusammenschneiden, aus zwei nach dem Podcast gereden. Von zwei Podcast-Folgen dann einen eigenen Podcast machen. Ja, aber nee, das will keiner hören, was wir da für Blödsinn haben. Wir reden schon genug Blödsinn während des Podcasts. Wir sind manchmal ein bisschen komisch, sorry. Wird hier noch geklemmt. The Jungle, the mighty Jungle, the Schloven klebst du. Ja, so gut singen sie auch nicht. Guck mal, das Manu da vorne. Wo? Oh, stimmt. Manuel, jetzt komm her jetzt. Ja, wo wirklich komm. Ja, warte. Komm her. Wir brauchen Manuel. Warte, den lade ich in die Party ein, Alter. Party. Der ist sowieso der bessere Manuel, ich sag's 12. euch. Ja. Wir brauchen Manuel nicht mehr, Alter. Wenn der keine Zeit für uns hat, dann holen wir uns halt. Weil der, glaube ich, mal wieder, keine Ahnung, geschlafen hat. Oder? Da muss ich halt damit einen mit einem Manuel-Skin. Ja, er ist beigetreten. Moin, Leute. Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Minecraft Murder zusammen mit Maudan und Zombie. Hallo. Und Hallo. Zusammen mit unserem neuen Menü. We always love you. Die sind ein verrücktes Team. Paluten und GLP. Crazy Team. Ich sag doch, wir lassen alles raus. Die Menge ist sowieso ein Verrückter. Wie Manuel das auch immer dann nochmal mit reinschneidet. Weißt du, das sind doch private Gesangseinlagen. Kurz vor dem Start der eigentlichen Aufnahme. Synchronisieren nicht so. Und das Mikrofon ausmachen oder damit es trotzdem mit drin haben. Ja? Okay, gut, dann kannst du anfangen mit deiner Begrüßung. Die sind lecker, ne? Boah, ich hatte so Hunger, ich weiß das noch. Das ist noch im UFO. Kilo, wie gesagt. War heute joggen. Ja? Und machst du gerade alles wieder weg, ne? Ja. Fühlt sich das denn wenigstens gut an? Ja. Ja! Okay, sollen wir schon mal zur Lobby gehen? Ja. Gut, dann kannst du gerne anfangen. Aber ich hab noch die Hälfte im Mund. Ja, ist gar kein Problem, das macht man so. Oh. Moin Leute, herzlich willkommen zu der Kornrunde. Oh. Jetzt bin ich im... Ja, jetzt bin ich trotzdem im Weg, sorry. Hier, ich nicht nach oben rechts, nicht nach oben. Oh nein. Am heutigen Tag. Ist da oben rechts, was nee, ich werde jetzt nicht meine Facecam. Ach, komm. Achso, ich glaube, das war schon. Das war's schon. Beide oben rechts. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ach, das hat Spaß gemacht. Ja. Um rechts ist mein Platz. Ja, Paluten reagiert. Hat einen eigenen React-Channel. Team Paluten. Könnt ihr mal vorbeischauen. Lasst ein Däumchen und ein Abo da. Lasst auch bei mir ein Däumchen und ein Abo da. Schaut auf Twitch vorbei. Da stream ich regelmäßig live. Und ja. Da kommen vielleicht auch irgendwann mal Reacts auf Twitch. Ansonsten die nächste Zeit relativ häufig, da bin ich noch recht lange noch dran sein an 10.2 oder Pine. Der Pine könnte demnächst vorbei sein, aber ansonsten spannende Projekte gerade live auf Twitch. Schaut dort mal vorbei. Ja, tschüss YouTube.